möchte ich euch zeigen, wie dieser Sound funktioniert. Ich benutze zwei Szenen. Das hier ist die Szene 1, das ist die Szene 2. In der Szene 1 habe ich im oberen Bereich der Tastatur, hier für die Melodie, einen hohen Streicher, darunter eine Fläche, ein Pad, und benutze hier in der Zeit oktaviert Grundton. Dann habe ich hier in der mittleren Ebene die Fläche nochmal, Szene 1. Szene 2 hier unten wieder oktaviert, im oberen Bereich dann für das Riff. Das ist es eigentlich schon gewesen, also ziemlich einfach, nichts Kompliziertes. Wenn ihr den Sound kaufen wollt, meldet euch gerne bei mir unter der E-Mail-Adresse sounds@thorsten-immer.de oder schaut einfach auf meiner Webseite vorbei, habe ich alles hier unten verlinkt.